Endlich sind sie da, die Schwellen für die Reparatur der Strecke von Burgstall nach Kirchberg. So viel wegen ein bisschen Entgleisen. Gegen 0.15 Uhr war am 8. August der letzte Waggon eines Güterzugs von Nürnberg nach Convestheim entgleist. Der Waggon war während der Fahrt durch den Bahnhof Burgstall aus den Gleisen gesprungen und noch fast 2 Kilometer weit mitgeschleift worden. Dabei hatte er die Stahlschwellen der Strecke irreparabel beschädigt. Seitdem ist die Strecke gesperrt, die auch von der Stuttgarter S-Bahn-Linie 4 genutzt wird. Da die benötigten 2000 Ersatzschwellen nicht sofort lieferbar waren, dauerte es 18 Tage, bis jetzt endlich der Gleisbauzug zum Einsatz kommen konnte. Heute gegen Mittag war es soweit. Die Schwellen und Gleise wurden ausgewechselt. Ein Gleisbauzug ist ein Wunderwerk der Technik. Fast vollautomatisch tauscht er Schwellen und Schienen aus. Die neuen Gleise werden seitlich neben die Strecke gelegt und von dem Zug automatisch aufgenommen. Die alten Schienen legt der Zug dann wieder nach außen. Gleichzeitig werden die neuen Schwellen mit einem fahrenden Kran oberhalb des Zuges von hinten nach vorne zum Einbau gebracht. Der vordere Teil des Gleisbauzuges fährt nicht auf den Schienen, sondern wie ein Bagger auf Ketten. Die alten Schienen werden nach außen weggespreizt und die alten Schwellen werden von einem Greifer aus dem Schotter gerissen und über ein Förderband nach hinten transportiert. Der Schotter wird planiert und die neuen Stahlschwellen abgesetzt. Anschließend kommt das neue Gleis auf die Schwellen und wird verschraubt. Das Ganze macht der Zug bei Fahrt im Schritttempo. Später wird noch eine sogenannte Stopfmaschine frischen Schotter einbringen. Nach letzter Aussage der Bahn wird die Strecke voraussichtlich am 7. September wieder freigegeben werden können. Damit wäre sie fast einen Monat lang gesperrt gewesen.